So, das war der Willkommensschrei, da sind wir wieder. Fick dich, Junglun! Troy ist übrigens immer noch fleißig mit Flavia beschäftigt. Kurtel will irgendwie nicht sterben und setzt mal drei Schläge ein. Ja, ich hoffe, das wird hier bald mal was, weil wir haben die letzte Folge schon überzogen und irgendwie ist das peinlich. Aber du hast halt nicht die falschen Pokémon dafür anscheinend. Du hast gewonnen. Das ist ein schöner Start in den Tag. 49, gut. Hallo, weitermach. Guck hin. Ich hab keinen Bock mehr. Fick dich, Flavia. Komm schon, du hast es geschafft. Jetzt klickt das schnell durch. Das habe ich ja schon abgequatscht. Ah, mein Kopf, ey. Das ist eine Feuerarena-Leiterin, keine Paralyse-Anziehungsarena-Leiterin, Mann. Die war wirklich hart, muss man sagen. Oh Gott, ey, und der Vater ist noch schlimmer, weil er einen fucking Letarking hat. Letarking? Wir müssen ein bisschen trainieren vielleicht. Ja. Wir sind über 30, teilweise. 32 so eine. Die Mutter ist über 30. Stimmt. Denkst du, damit kannst du mich hier hinterm Ofen hervorlocken? Ja. Wieso hinterm Ofen? Das sagt man doch so. Hat das was mit Hänsel und Gretel zu tun? Nein. Dem Spruch kannst du niemanden mit deinem Ofen folgen. Echt jetzt? Es ist gleich 5 erst? Ja. Alter, meine Zeitwahrnehmung ist total verschoben, weil ich sonst. Wo haben wir es gecuttet? Hörst du dann? Ich habe beendet. Ja, aber ich meine jetzt. Ach so, 34. 34. 49. 49. Echt 49? Ja. Ja, ich kann rechnen. Ja, weiß ich doch nicht. Doch, hatten wir doch schon ein paar Mal geklärt jetzt. So, ich warte immer noch. Ach Gott, ey. Das war eine Scheiße, ja. Ach was. Worst ich fight hab, ever. Ich muss mein Pokémon noch fangen. Ja, nicht jetzt auch. Ich krieg auch ein neues Pokémon. Wo? In der Wüste, wo ich jetzt hingehe. Dann, announcen wir das jetzt. Du kannst ja schon, ich will noch. Ja, mein Pokémon, was ich mir fangen werde, ist genau dieses. Es ist ein Poboss. Was ein Zufall. Es ist, glaube ich, das häufigste Pokémon in der Wüste. Kann ich meins überhaupt in dieser Edition bekommen? Ich denke schon. Oh, ich hoffe es. Weil ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Das tauschen wir halt. Aber das ist blöd. Dann muss ich ja meins tauschen. Ey, das wundert mich. Sonst kam das immer ganz schnell bei mir. Oh, Erdbeben. Ach ja, es hat Schwebe. Ich suche immer als Schwebeart. Weil es schwebt. Ernsthaft jetzt? Ja, hat es. Jetzt das Finale? Ja, hat es. Da ist es! Ich will einen Groink haben! Spoink. Ja. Ja, aber Groink später auch, ja. Ein Groink. Ja, Groink, genau. Das ist immer die erste Reaktion, die man hat, wenn man Groink hört. Oh, ja, wenn man Gamer. Oh, perfekt, das reicht. Oh, das wäre auch ein ganz cooles Pokémon, Knackleon. Ich finde Vibrava nicht so toll. Ja, vor allem irgendwie, ist viel zu lange, bis man die Beltra kriegt. Und die Beltra sind aber richtig extrem geil. Ich habe ja fast gar keine Bälle. Ich habe 3 Superbälle und 17 Pokémon. Das ist ja gar nichts. Spuren. Auf Finale, warum? Jetzt muss ich ja das Ei wegpacken, das finde ich doof. Tja, muss halt, ne? Spuren trägt eine Perle auf seinem Kopf. Seine psychokinetische Energie verstärkt. Deshalb ist es dauert auf der Suche nach einer größeren Perle. Spoink, Sprungfeder. 4,7 Meter groß, 30,6 Meter groß. Oh, das ist schwer. Ja. Weißt du, was interessant ist? Wenn Spoink aufhört zu springen, hört sein Herz auf zu schlagen. Ich weiß. Das ist so fies. Das ist nicht lustig. Ach ja, da hat mir diesen blöden Namen. Was? Ja, was ist denn? Ach ja, genau! Ach ja, hier ist Crispy. Warum sagst du's? Ach, nur so. Ernsthaft, ich wollte eigentlich Tuska sagen, aber weil ich das gelesen habe. Das glaube ich dir sogar. Soll ich ein Leerzeichen machen? Ja, Chris Leerzeichen P-Punkt. Eigentlich wäre der vollständige Name ja Crispy Bacon, aber... Das passt ja leider nicht. Ja, genau. Aber Crispy ist auch ganz gut. Ja. Das ist übrigens aus Banjo-Tooie, ein Charakter, das ist ein Schwein. Und das heißt ja. Crispy. Und auf Deutsch heißt es Cross-G-Punkt-Braten. Cross-G-Braten, das ist gut. Tuska hatte ich mal, das finde ich ganz witzig. Ja, der Tuska und Noctuska sind ziemlich gut, nur das Dumme ist, es ist genau derselbe Typ wie mein Blanas, also... Ah, wieso ist das ziemlich gut?
Na, also doch, beide sind eigentlich ganz... Nein, also ich möchte es nur so wissen, weil ich weiß... Achso, ja, also es ist halt nicht so mega heftig, aber es ist auch nicht so scheiße. Unglaublich, ich habe ein Pokémon in der Box. Yay, jetzt hast du ein Ei in der Box. Kann jetzt auch mal wieder hier, ne, und so kommen? Noch ein Poupons. Ein Poupons. Ich finde den Namen Poupons sehr elegant. Ja. Crispy. Schutz vor Hitze und Kälte, also können verbrennen oder einfrieren. Und weniger Schaden von Eis- und Feuerattacken. Echt? Ja. Geile Nummer. Psywelle, Schnüffler, auch geil, gleich zwei Psycho-Attacken. Ja. Sehr schön. Das muss ich dann natürlich auch... Ne, ich nehme den Kinderteil einfach runter. Obwohl, 20 geht doch sogar. Was? 20 geht doch sogar. Ja, klar. Aber das geht schneller. Ja, das stimmt. Voll. Das sind wir dann. Ah, nein. Ich brauche immer noch einen Blattstein für meinen Tenma. So, Freunde der Sonne. Ich brauche immer noch einen fucking Poupon. Gegen normal ist doch Psycho gut, ne? Nee, Kampf nur. Ich das? Ja. Ich hab gedacht, das wäre gut. Naja, ich kämpfe mit was anderem. Mein Gott, ich kann auch mal was anderes außer Knackleon kommen. Knackleon. Dummes, man kann von denen nicht fliehen. Wüste oder was? Warum? Nee, weil das die Fähigkeit von denen ist, Arena-Falle. Arena-Falle? Es ist Arena-Falle. Nein, so heißt es nicht. Sandgrab? Nee, das war die, so war die Attacke. Ja, Mönch-Problem. Oh, das hatte ich gar nicht. Wie willst du denn gucken? Wenn man flieht, dann steht er immer. Du kannst nicht Ach fliehen so. Wegen bla bla. Hey, Tuska. Ich hol mir kurz mal. Erstmal Sandsturm. Ja, das ist ganz unten mein TM, was ja, da rumliegt. Deswegen gehe ich da auch hin. Warum greife ich an? Weiß ich nicht. Poupons, hey, guck mal, gleich beim ersten Versuch. Aber kann bei dir auch beim ersten Versuch. Ja. Und ich werde jetzt... Nur, dass das Explosion mit Finale benutzt hat. Gegen das werde ich nicht kämpfen. Du weigerst dich. Ja, wegen Finale. Vielleicht soll ich dann lieber keinen normalen Sohn Pokémon nehmen, sondern das hier, weil das kriegt ja keinen Schaden durch Sandsturm. Stahl, Boden und Gestein-Pokémon kriegen keinen Schaden durch Sandsturm. Genau. Und das ist dann ganz schlau... Dann schon wieder ein Poupons. Mein Gott, die sind ja ganz schön inflationär damit. Wahrscheinlich ist das auf deiner Edition selten. Ja, wahrscheinlich. Dafür habe ich mehr Knackleon oder so. Ja, will ich alle. Okay, vielleicht unmöglich. Psystrahl. Das ist nie gut. Die Musik ist ganz nett. Ja. A Sandstorm. Sandstorm. Ah, Bourbon. Urban. Urban. Achso. Urban Sandstorm, also in der Stadt ein Sandsturm. Das war aus dem Spiel. Ja, Attacke. Echt? Ja, One Piece. Ah, okay. Kann sogar sein, dass wir das mit dem Spiel hatten. Nee. Für Crocodile. Ah, stimmt, ja. Das war ein Fincher-Attacke. Los, du Superball, fang es. Und Finale. Im Ball, ne? Gleich, wenn es nicht kommt. Ah! Ja, mein Teammitglied ist ein Poupons und später Lepomentas. Und es soll heißen, ich sehe es gerade nicht auf der Liste. Ach da, Soll ich dir helfen? Ja, ah, genau. Es hat einen Wrestling-Namen. Ich habe jetzt nicht vorgelesen, was da steht, aber egal. Das ist sehr traurig. Ich hatte alles groß geschrieben bei meinen Pokémon, ne? Ja. Okay. So. Oh Gott, das ist jetzt Schaufler. Ich hoffe, das passt auch überhaupt. Ja, es passt genau. Spinaroony! Es ist Booker T. Ich finde den Namen ja nicht so toll, aber... Mir ist nichts Besseres eingefallen. Noch 5,5 Minuten. Okay, dann Alter, kann... ist das effektiv. Ah. Ja, doppelt sehr effektiv, ne? Doppelt sehr effektiv. So heißt das. Also dreifachen Schaden sagen. Vierfachen. Nee, dreifachen. Der effektiv ist 1,5-facher Schaden. Nein. Doppelter. Hä? Ja. Eigentlich nicht. Eigentlich doch. Penis. Das gucke ich gleich nach. Phallus. Genau. Ja, eigentlich war das doch immer so, dass ich Stab und Effektivität und Nicht-Effektivität ausgeglichen habe. Ich meine doppelt, aber kann auch sein, weiß ich nicht. Ach ja, ich brauche Coupons ja auch noch. Coupons brauchst du noch? Ja, Coupons. Das ist cool, dass wir beide jetzt das Psycho-Pokémon haben.
Ja. So, ich krieg mein nächstes Pokémon alsbald und das andere auch alsbald. Ey, das gibt's doch nicht, ich treff nicht. Krieg die beiden im selben Schachzug sozusagen. Wieso treff ich nicht? Weil du dumm bist. Das ist kein Grund, dass ich nicht treffe. Doch. Mups ist ja nicht dumm. Alter, jetzt kommt Crispy dran. Der und alles. Mal sehen, wie der aussieht. Oh, voll süß. Oh, ist das süß. So, mal sehen. So süß. Schwebe, Bomb, Psycho. Und Lebensstelle, Psycho, Kletzler und Finale. Finally. Ach. Answer. Ja, es ist Special Attack. Nee, es ist Physical. Psystrahl, Psystrahl, what you gonna do? What you gonna do when he's Psystrahling you? When it's come to you. Soll ich mich Schaufler weiter? Oh, verdammt. Ich wär's angebracht, ne? Was? Ja. Oh, ich passt. Besser als Lebensschelle. Gib ihm eine Schelle, Digga. Vor allem, Schaufler passt doch immer in Pokémon Stadium, weil die Animation doch, dass es sich gedreht hat und im Boden verschwunden ist. Das passt natürlich. Ja. So. Sandstorm, Sandstorm. What you gonna do? What you gonna do when he's sandstorming you? Sandstorm you. Wir machen das einfach bei jeder Attacke. Okay. So. Aber du in der Wüste. Sandstorm, Sandstorm. What you gonna do? Oh, nicht Pokémon. Nein, wir lassen es jetzt. Ja. So, ich nehme mein Item mit und zwar den Poddersand. Poddersand. Gibt's eigentlich den Harry Poddersand? Psycho-Attacken-Verbesserer. Ja. Nämlich? Krummlöffel. Ja, gibt's den hier? Ich denke schon. Spiel? Müsste eigentlich. Ich weiß nicht, wo der ist. Hatte ich nie. 3 Minuten noch. Ja. Ne, erstmal App-Tyler. Damit er mehr EP kriegt im Kampf. So, und ich setze jetzt den Schutz an und versuche die Kämpfe zu vermeiden, weil mich die gerade ganz schön ankotzen. Habe ich den EP-Tyler auf die Box getan? Ja, vielleicht solltest du einfach Schutz kaufen. Ich habe schon Schutz eingesetzt. Ach so. Wer will welches nehmen? Keine Ahnung. Ich würde gerne nicht das Wurzelfossil nehmen. Dann nehme ich das Wurzelfossil. Ich nehme das Klauenfossil. Das ist nämlich Amorid. Amorid, ja. Das finde ich besserer. Ich finde, keine Ahnung, wie die ist praktischer vom Kämpfen her. Ja, aber ich finde es nicht schön. Ich guck da auch auf das Aussehen von, da bin ich oberflächlich. Ja, so. Das ist oberflächlich der Herr. Sternstaub. Bei dem ja. Das sind Daten. Daher darf ich oberflächlich sein. Ist, ich habe Schutz verloren und ein Stern später kommt ein beschissenes Kränerklima. Ist Sternstaub eigentlich intergalaktisches Koks? Das sind Meteoritenbrückchen. Ja, sag ich doch, intergalaktisches Koks. Und das hat keine von diesen. Trainer! Ich möchte endlich Fliegen haben. Wo kriegt man Fliegen? Nach der 6. Arena. Nach der 6. Arena. Mhm. Are you fucking killing me? No. Ey, müssen wir die ganzen Wege immer noch rumfahren? Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Ist voll spaßig. Nein. Weißt du, was spaßig ist? Nicht fucking das. Leuten in die Fresse zu schlagen, die reden wie du. Ey, du bist jemand, der redet wie du. Oh, ja. Ah, hallo, Lieber. Ich rede jetzt nicht mehr wie ich. Weißt du, was auch Spaß macht, Leuten in die Fresse zu schlagen, die so tun, als ob sie jemand anders wären? Ja, schade. Oh. Nur weil es Spaß macht, heißt nicht, dass du es machen sollst. Okay, das stimmt. Wir müssen Surfer auch bald mal irgendwie bekommen, ne? Ja, das kriegt man aber auch alsbald erst. Der 5. Arena? Genau. Spoiler. Naja, ist ja logisch. Eigentlich machen wir uns Spoilerwarnungen vor. Was man sagt. Wir machen die immer danach. Ja. Das und das. Ja, das wäre eine Spoilerwarnung wert gewesen. Ich trinke jetzt was. Ey, ich hab Camper besiegt. Und wenn du im Center warst, was du vermutlich machen wirst? Nö. Ich bleib hier in der Wüste. Bleibst du in der Wüste? Ja, bleib in der Wüste. Warum? Keine Ahnung. Wüstenkind. Ja, ich würde dann mal sagen, cutten wir hier. Ja, ne? Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn Ed nicht mehr trinkt. Tschüss. Tschüss.